Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute geht es mal um eine Kleinigkeit, und zwar geht es um Gläser. Um Glas. In unserem Fall Weingläser. Gläser, genau. Und zwar haben wir in Klösserath den Stefan Kersten kennengelernt und seine Frau. Die waren dort und hatten einen Stand und haben in ihrem Wohnmobil eine Stickmaschine dabei gehabt und haben vor Ort überwiegend Kissen bestickt. Ich weiß nicht. T-Shirts, glaube ich, auch, ne? Ja. Kann sein. Also ich habe meistens nur Kissen gesehen. Und unter anderem hatten sie dort auch Gläser. Gravierte Gläser. Da waren verschiedene Gravuren drauf und das gefiel uns, ne? Genau, da war unter anderem war, glaube ich, stand auf dem einen Glas dritte Klösserath-Treffen. Wenn mich nicht alles täuscht. Das hat uns sehr gut gefallen und wir sind ja immer so verrückt. Und dann haben wir uns überlegt und haben mit ihm gesprochen, ob es möglich ist, unser Logo mit unserem Campino, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Versuch mal so ein bisschen mit meinem T-Shirt im Hintergrund. So. Ja, ich zeige aber nochmal ein Foto. Wenn der Hintergrund, das blendet hier dolle im Wohnmobil. Jedenfalls haben wir unser neues Logo. Genau, unser Campino mit unserem Quad, wir beide davor. Das ist ja eine Karikatur. Genau. Und haben ihn gefragt, ob die Datei funktioniert. Und dann hat er das ausprobiert. Und das hat super gut funktioniert. Gefällt uns super, super gut. Und jetzt haben wir Weingläser mit unserem Logo. Genau. Das ist ja, wie ihr wisst, wir unterstützen gerne Wohnmobilisten, die was für Wohnmobilisten machen. Und das ist natürlich wieder so ein Fall. Die stehen da mit ihrem Wohnmobil, besticken Kissen, Klamotten und so. Gravieren hier die Gläser, die Gravurmaschine hat er aber nicht mitgehabt. Und deswegen haben wir ihn gebeten, genau, wenn wir ihm die Datei schicken und das funktioniert, dann, er hat gleich gesagt, er schickt noch ein Foto, wir entscheiden dann, ob es so in Ordnung ist oder nicht, ob er die so gravieren soll. Und dann haben wir ihn gebeten, ob er mal ein paar Fotos macht oder vielleicht ein kleines Video drehen kann, wie das vonstatten geht mit der Gravur, damit wir euch das zeigen können, weil wir finden das toll und wahrscheinlich viele andere auch. Wir wissen, also das ist jetzt auch wieder keine Schleichwerbung, sondern wir wissen von guten Bekannten, die in Karthago fahren, dass die zum Beispiel in ihrem Glasregal Karthago-Weingläser drin stehen haben. Die kann man bei Karthago wohl kaufen. Gibt es ja von Concord zum Beispiel, habe ich gesehen. Von Concord haben wir gesehen. Auch Gläser, wo Concord draufsteht. Wahrscheinlich andere Marken auch noch, wissen wir aber jetzt nicht. Und da haben wir gedacht, da könnte das Interesse auch bei anderen groß sein. Also machen wir mal so ein kleines Video darüber. Und naja, weil das ist was Personalisiertes. Genau. Ne? Das ist was Einzigartiges, was man dann hat. Individuell ist. Ne? Genau, und deswegen haben wir uns da entschieden. Und das ging auch ganz easy, sag ich mal. Er hat dann geschrieben, wir sollen auf... Nee, er hat dann geschrieben, wo wir uns Gläser aussuchen können. Genau, wo wir uns Gläser aussuchen können. Wir dürfen den Namen nicht nennen. Wollen wir jetzt nicht unbedingt nennen, aber er schreibt, auf der und der Seite könnt ihr euch Gläser aussuchen. Und dann haben wir uns die Gläser ausgesucht und die hat er uns graviert. Und wir zeigen jetzt hier mal zwischendurch, wie die Gravur funktioniert. Schaut mal.
Ja, habt ihr gesehen. Tolle Sache. Ich habe keinen Bock, mir eine Maschine zu kaufen, mit da einzuarbeiten. Deswegen freue ich mich, dass es immer Leute gibt wie ihn, wie seine Familie und sowas macht. Und ja, jetzt sind wir begeisterte Besitzer von 6 solcher Weingläser mit unserer eigenen Gravur drin. Genau. Und wenn euch das auch gefällt, wenn ihr eure Wohnmobilmarke da reingraviert haben wollt, irgendein Logo, Verein oder sonst was, gibt ja viele Fußballfans, die auch mal ein Glas Wein trinken wollen, vielleicht mit ihrem Verein da drauf. Es gibt auch Biergläser, die man gravieren kann. Ja, stimmt. Es muss kein Weinglas sein. Komme ich immer nicht drauf, weil ich kein Bier trinke. Gut. Vielleicht schreibt ihr mal drunter, wer schon sowas hat. Wer auch, sage ich mal, von seinem Hersteller Gläser hat. Würde mich mal interessieren, welche Firmen das alles haben. Wer das sonst so anbietet. Naja, Weihnachten steht auch bald vor der Tür. Ja, der ein oder andere braucht vielleicht mal ein Weihnachtsgeschenk für seinen Mann oder seine Frau. Frauen trinken ja auch gerne mal ein Glas Wein. Und warum nicht aus so einem Glas Wein aus dem Wohnmobil mit einer individuellen Gravur drauf? Gut, dann schaut mal auf seine Seite, was es da noch so alles gibt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Muss euch nicht gefallen, uns gefällt's. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.